Hallo Freunde der virtuellen Realität. Ja, heute gibt es wieder ein Hardware-Video und falls ihr das erste Mal auf meinem Kanal seid, ich bin Sebastian, ihr seid hier auf Tupac VR und hier gibt es alles rund um das Thema VR und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr einmal auf den Abo-Button drückt und ja, wenn euch das Video hier gefallen sollte, natürlich nachher auch ein Like da lassen. Ja Leute, ich habe die Pro Straps getestet und den Mac-Cup für die Quest 2 von der Firma ProTube und das Ganze aber erst nach dem Intro. Ja Leute, bevor wir loslegen, die Firma ProTube ist auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich nicht gerne Pro Strap und Mac-Cup für die Quest 2 testen möchte. Und ja, konnte ich natürlich nicht Nein sagen und um ja, so transparent mit euch zu bleiben wie möglich, wie auch in der Vergangenheit schon, ich habe das Testkit hier umsonst bekommen und ja, falls jetzt einer sagt, ja, umsonst bekommen, jetzt wird der nur Positives sagen und nichts Negatives, habe ich noch nie gemacht, also wenn mir irgendwas nicht gepasst hat, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat an einem Gerät, was ich getestet habe, habe ich immer die Kritikpunkte erwähnt und das habe ich auch schon mit Modicap-Sachen gemacht und in der Vergangenheit anderen Sachen, egal ob ich die bezahlt habe oder nicht bezahlt habe. Also ich möchte euch gegenüber da echt ehrlich und fair bleiben, denn es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich jetzt irgendein Produkt habe, was ich überhaupt nicht gut finde, wo ich sage, nee, das ist nichts und ich hype das und ihr kauft das für echt viel, viel Geld und steht am Ende da und ja, dann kann ich wieder sagen, nee, habe ich so nicht gesagt, ne? Nee, wär echt unfair und macht man einfach nicht. Und ja, das mal dazu. Die Firma ProTube hat mir jetzt auch noch einen Affiliate-Link zur Verfügung gestellt. Das heißt, wenn ihr jetzt über Weihnachten oder sonst auch immer, wann immer ihr wollt, ProTube-Sachen bestellen wollt, egal ob die Sachen jetzt hier oder ein Gunstock oder was es sonst noch gibt hier, der ProTAS, das war ja diese Halterung, damit man einen Joystick hat, ne? Ein HOTAS-System, egal was ihr da kaufen möchtet von ProTube. Wenn ihr auf diesen Link geht, ist ein Affiliate-Link, dann bezahlt ihr nicht mehr und unterstützt mich damit, aber ich kriege eine kleine Provision. Und ja, da würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr das nutzen würdet. Das ist das gleiche wie beim Amazon Affiliate-Link, der unten in der Beschreibung steht. Wenn ihr den nutzt, ja, bezahlt ihr auch nicht mehr, aber ihr unterstützt meinen Kanal, meine Arbeit und ja, würde ich mich natürlich darüber freuen, ist für mich dann auch, ja, auch eine finanzielle Entlastung, sage ich mal. Und wenn ihr meinen Content sowieso gut findet, warum solltet ihr es nicht nutzen? Ihr habt da nichts, ja, keine negativen Punkte von. Ja, kommen wir zum Test von dem ProStrap und fangen wir mit dem ProStrap alleine an, also Standalone. Und also ich muss sagen, es gefällt mir echt sehr, sehr gut. Ich hatte zuvor für die Rift S damals die Kiwi-Version und die hat mir nicht so gut gefallen wie das jetzt hier. Bei der Kiwi-Version habe ich den Nachteil gehabt, dass meine Hand irgendwie so komisch gehalten wurde, dass ich meinen Daumen ganz komisch bewegen musste, damit der an den Buttons kommt, an den Thumbstick vernünftig kommt. Das Gefühl habe ich jetzt hier nicht. Also es ist echt sehr angenehm irgendwie und ja, das ist aber schon mal auf jeden Fall ein großer Vorteil zur Kiwi-Version. Es fühlt sich auch sehr bequem an. Der Stoff, der hier ist, der fühlt sich sehr bequem an. Und können wir mal ganz kurz auch ins Detail zeigen. Also erstmal haben wir hier eine kleine Halterung. Das ist so eine Gummilasche. Die sieht auch irgendwie gedruckt aus. Ich weiß nicht, ob man sowas wirklich drucken kann aus so einem Material. Ich glaube schon. Und das sieht stabil und gleichzeitig flexibel aus. Also ihr seht ja, ne, es ist irgendwie wie Gummi. Und ja, ich weiß noch nicht, wie lange das Ganze hält, ob es hält. Aber ich denke, das hält echt sehr, sehr gut. Und da braucht man sich keine Sorgen machen. Es sei denn, ich reiße jetzt da irgendwie dran. Ne? Dann könnte es natürlich kritisch werden. Aber ansonsten braucht man sich da, glaube ich, keine Gedanken machen. Und ich denke mal, wenn man die Firma anschreibt, sowas mal kaputt geht, wird man sowas günstig bekommen. Ja, hier haben wir den Stoff, das Stoffpad, was auf der Haut anliegt. Und das ist, fühlt sich echt sehr angenehm an. Hier oben haben wir ja, den Klettverschluss, sage ich mal, wo wir uns immer wieder festmachen können. In beliebigen Positionen, ne? Und das hält echt verdammt gut.
Ne? Also kein Problem. Braucht man sich keine Sorgen machen, dass man den mal irgendwie in den Monitor oder Fernseher reinschmeißt. Also das passiert hiermit definitiv nicht. Und ja, also lohnt sich definitiv, Postfab lohnt sich auf jeden Fall. Und ich habe mich jetzt schon da drin verliebt irgendwie. Und da ich ja mit meinen Index-Controllern sowieso immer so ein bisschen auf Kriegsfuß bin, was den Grip angeht, manchmal kann ich bei manchen Spielen nicht mehr irgendwas loslassen und ja, das nervt schon und das ist mir echt dieser Button einfach lieber, ne? Also egal, wie toll die Controller auch sind, die Valve Index Controller, das ist ein großes Manko bei den Teilen und da reicht mir echt zum Greifen einfach ein Button, da weiß ich definitiv, wann ich losgelassen habe und wann nicht. Kommen wir aber mal zu der Version mit MagCup und ja, dann zeige ich euch jetzt hier nochmal am Gunstock. Den kann ich hier halt bequem dran setzen. Ich komme mal ein bisschen näher. Und wenn ich den entfernen will, und am besten kriegt man den immer los, wenn man hier im unteren Teil einfach versucht, den wegzukippen, also immer in die Richtung kippen und dann hat man den los. Wenn ich jetzt versuche, den seitlich wegzuziehen, habe ich keine Chance. Also der hält sowas vom Bomben fest. Also ich reiß hier eher den Gunstock auseinander, als ich den Magnet jetzt hier lösen kann. Auch nach oben, ja, nach oben hin geht es irgendwann, aber da muss ich auch schon ziehen. Und ja, also der hält echt gut. Und wenn ihr jetzt während des Spiels auch wirklich dann, ja, ihr müsst nachladen oder eine Granate wollt ihr schmeißen oder sonst was, also haltet immer hier fest und kippt den dann. Weil es geht natürlich auch, wenn ich den löse, die Hand, und ich kipp hier unten wieder, dann geht es natürlich auch. Aber ich belaste ja oben diese Kunststoffschlaufe, die hier im Batteriedeckel ist, die ich euch eben noch gezeigt habe. Und sollte man nicht unbedingt machen, würde ich sagen, haltet fest und ja, dreht dann weg. Und so habt ihr das ganz schnell in der Hand. Und ja, da gibt's dann auch keine Probleme. So, es steht jetzt auch immer drauf, was Left und Right ist, also was rechter MagCup ist und was linker MagCup ist. Und auch auf dem Pro-Strap seht ihr hier oben ein L und das ja, ProTube-Logo und das Ganze auch hier rechts. Also man hat man kein Problem, für welchen Controller was ist. Und auch, ich zeige euch das mal am MagCup, den ich jetzt noch nicht montiert habe, hier rechts. Und diese Metallhalterung für die Schlaufe, die liegt dem Pro-Strap bei und ihr könnt eure Quest 1 und Rift S MagCups umbauen und ihr braucht jetzt keine neuen MagCups kaufen oder so. Wenn ihr den MagCup für die Quest 1 oder für die Rift S habt, könnt ihr den hier umbauen. Man löst einfach hier die Schraube, zieht diese alte Nut raus, also diese Mutter, und könnt dann das Neue hier einsetzen und fertig ist das. Ist aber auch eine Anleitung bei, die eigentlich relativ verständlich ist und das hat man relativ schnell gemacht. Bei mir war es schon vormontiert so, weil ich das fertige Kit so bekommen habe, aber ja, ansonsten, wenn ihr das jetzt nicht habt, habt das wahrscheinlich dann auch, kauft das Komplettpaket und eventuell habt das dann auch schon vormontiert. Aber wie gesagt, ist kein Akt und das kriegt jeder hin. Ja, Verarbeitung ist von außen hin echt gut. Hier ist eine unschöne Kante, die kann man dann wegschleifen. Könnten die jetzt auch machen, sowas muss nicht unbedingt sein. Ansonsten, ja, hier haben wir den 3D-Druck, das ist aber auch ganz normal und haben sie wahrscheinlich auch so gemacht, dass es ein bisschen mehr Grip hat, das Ganze. Und ja, also ich finde echt super, damit zu spielen. Und hier haben wir auch nochmal so eine kleine Markierung, Quest 2. Das gibt es bei den alten nicht. Da bin ich immer ein bisschen am Überlegen, was ist das jetzt hier überhaupt für einer, von welchem Controller und so weiter. Ist es jetzt Quest 1, Touch-Controller, CV1 oder sonst was. Und das ist schon cool, dass das jetzt beschriftet ist und da hat man auch kein Problem. Links, rechts ist beschriftet und was es ist. Also wenn man mehrere Controller hat, ist das schon ein großer Vorteil.
Ja, Leute, gehen wir mal auf die Homepage, würde So, ich mal Leute, sagen. hier sind wir auf der Homepage von ProTube und ja, das Wichtigste eigentlich zuerst, der Preis. Alleine kosten die ProStraps 24 Euro und ich finde, das ist nicht zu viel, weil das macht echt einen qualitativ hochwertigen Eindruck, ist sehr angenehm auf der Haut und ja, auch von den ganzen Sachen, die verbaut sind, sieht echt gut aus, macht einen guten Eindruck und ja, hier diese Teile habe ich euch ja gesagt, ja, wenn man es übertreibt, kann man die mit Sicherheit abreißen, aber ich glaube nicht. Also ich zeige euch die jetzt nochmal ganz kurz in groß. Ich habe den mal einzeln hier liegen. Und ja, schaut mal, wie der gefertigt ist. Und ich kann den in allen erdenklichen Richtungen drehen, biegen, ich kann ziehen. Also da ist nichts, was irgendwie den Anschein macht, dass das abreißt. Also ich glaube, da muss man schon echt übertreiben und ja, nicht sorgfältig damit umgehen, dass das kaputt geht. Aber die Leute gibt es ja auch, ne? Muss man ja leider sagen. Also es gibt Leute, die gehen mit ihren Sachen um. Das ist Wahnsinn. Von daher ist es nicht ausgeschlossen, dass man das irgendwann mal abreißen kann. Aber ich glaube eher nicht. Und hier sind die Klebepads. Und die im Batteriedeckel sind, das ist so eine Art Klebe-Silikon-Gummi-Mischung, glaube ich. Und ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich eher der Fall, dass das wirklich ein richtiger Kleber ist, der dann auch lange halten soll, sondern der soll nur irgendwie kurz kleben. Und dann wird er ja im Batteriedeckel so eingeschoben. Und ich glaube, durch diesen Druck und Reibung würde man den auch nicht mehr ziehen können, weil da so viel Reibung dann entsteht durch dieses klebrige Zeug. Und ich denke mal, wenn man das jetzt wirklich öfters ab und dran macht, ab, dran macht und es hält dann irgendwann nicht mehr so gut, dann macht man den, glaube ich, sauber, einfach kurz mit Wasser oder so, mit warmem Leitungswasser und ich glaube, dann klebt er wieder wie vorher. Aber ich würde es echt lassen, wenn ihr die Dinger montiert habt, lasst es so. Ich würde jetzt nicht immer wieder das Ding demontieren und sowas ist nie gut für, egal für welche Sachen man hat, wenn man die immer wieder montiert, demontiert, das bringt nichts. Und ganz ehrlich, wenn ihr die einmal ausprobiert habt, ihr wollt, glaube ich, auch nicht mehr zurück, weil ja, sind einfach mega bequem, meiner Meinung nach. Und aber das muss halt jeder für sich selber dann auch ausprobieren, ob es gefällt. Ihr habt auch ein Rückgaberecht hier bei ProTube, von daher lauft auch nicht Gefahr, da irgendwie ja, irgendwas zu kaufen, was euch nicht gefällt und ihr könnt es nicht zurückgeben. Ja, hier haben wir diese Metall-Halterung, die in eure alten Mac-Cups dann reinkommt. Und ja, hier habe ich nochmal so einen alten. Und hier ist keiner drin. Und hier könnte man jetzt quasi hier die Schraube lösen, dann diese Mutter rausholen, die wir auch hier sehen. Und ja, dann kann man das einfach reinschieben, befestigen und fertig ist die Sache. Und man hat dann seine alten Mac-Cups umgebaut, so dass man die beim ProStrap nutzen kann. Das erstmal dazu. Und ja, das Ganze gibt es für die Quest 1 Rift S, also ProStrap gibt es nur für diese Systeme. Und ja, Quest 1 und Rift S war halt identisch vom Controller her. Und deshalb kann man da ein System kaufen. Wenn man die Quest 2 hat, muss man halt ein extra System kaufen. Das bleibt halt nicht aus. Und hier gibt es auch noch mal eine kleine Anleitung. Die habe ich euch auch noch mal hier aufgemacht. Und hier wird noch mal alles gezeigt. Es liegt auch ein Blatt bei, aber das sieht ein klein bisschen anders aus. Also könnt ihr euch hier auch gerne runterladen. Und hier wird es noch mal gezeigt, wie man hier diese Mutter entfernt, wie man das Ganze dann aufklebt und so weiter und so fort. Ja, kommen wir mal dazu, wenn ihr keine Mac-Cup-Halter habt und ihr habt einen Gunstock, wollt aber gerne das mit den Mac-Cups nutzen oder ihr sagt, okay, ich kaufe das Komplettsystem direkt, weil ja einmal kann man es ja alleine kaufen und das ProStrap-System. Und ja, kostet dann 24 Euro. Wenn ihr das Komplettpaket kauft, also ProStrap plus diesen Magnethalter, also diese Cups hier und der Magnet, das ist das schwarze Teil, was ihr hier unten seht,
Und dann seid ihr bei 55,80 Euro und ja, habt das Komplettpaket gekauft. Da könnt ihr euch hier die Farbe aussuchen. Und ja, hier könnt ihr euch die einzeln bestellen, diese Cups, Magnetcups. Und die kosten 37,80 Euro. Und ja, mit ProStrap 55,80 und ich finde es vom Preis her echt okay. Also, und wenn man einen Ganzstock hat, braucht man auf jeden Fall Mac-Cups. Und ja, jetzt mit dem ProStrap macht es nochmal mehr Spaß. Also es ist einfacher zu halten und man muss nicht die ganze Zeit festhalten. Man hat natürlich auch die Schlaufe, aber die gibt einem auch nicht so die Sicherheit oder den Halt. Und ja, das ProStrap gibt einem wirklich Sicherheit und Halt. Muss man überlegen, ob man das haben will. Also ich will jetzt echt nicht mehr darauf verzichten hier. Macht echt Bock, damit zu zocken. Und Ganzstock, muss ich für mich sagen, nutze ich echt viel zu selten. Benutze ich 2-3 Mal im Jahr und echt schade eigentlich. Aber jetzt mit der Quest 2 werde ich echt noch mal öfters testen, weil ja, jetzt habe ich das Ganze hier liegen. Das muss auch genutzt werden, ne? Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt erst noch mal in die Montage, dann zeige ich euch mal ganz kurz, wie das Ganze montiert wird. Und ja, danach kommen wir nochmal zurück und können wir nochmal ganz kurz drüber reden. Und ja, jetzt ab in die Montage. Da wir zwei Möglichkeiten haben, den ProStrap zu installieren oder zu montieren, zeige ich euch beide Versionen. Einmal an der rechten Controller-Seite und dann einmal an der linken Controller-Seite. Hier einmal ohne Mac-Cup und da machen wir das mit Mac-Cup. Also fangen wir jetzt erstmal an mit dem ProStrap ohne Mac-Cup, wenn wir das Standalone benutzen wollen, so dass wir quasi einen Index-Controller mit den Touch-Controllern generieren können. Und dafür demontieren wir erstmal das Batteriefach. Das ist nicht immer ganz einfach. So, dann entfernen wir hier die Schlaufe. Die ziehen wir einfach. Dann setzen wir hier diese Halterung ein. So, das ist der erste Teil. Jetzt gehen wir hin und hier ist ein Klebepad und das kleben wir jetzt gleich genau hier an. Ich zeige es mal ein bisschen näher. So, genau an dieser Position wird es festgeklebt und dann geht es auch schon weiter. Das machen wir jetzt mal ganz schnell. Fest andrücken und schon haben wir diesen Teil fertig. Dann geht es weiter und zwar werden wir jetzt erstmal wieder den Batteriedeckel montieren oder aufstecken. So, das hätten wir. Jetzt lockern wir das Ganze hier mal ein bisschen, damit wir uns das gleich besser anlegen können. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch dieses Band hier einmal einführen. Ah, mit einer Hand ist es ein bisschen schwieriger, aber wie ihr seht, geht auch. Und schon haben wir es montiert. Der ProStrap ohne Mac-Cup. So, jetzt sind wir bei der Montage, wenn wir den Mac-Cup mitbenutzen wollen. Und das ist auch für beide Seiten halt gleich, identisch. Aber so habt ihr beide Montageweisen schon mal gesehen. Und als allererstes, wenn ihr einen alten Mac-Cup habt und ihr wollt ihn halt natürlich weiter benutzen mit dem ProStrap, dann könnt ihr das natürlich tun und zwar seht ihr hier diese Metallhalterung für die Schlaufe und die ist demontierbar, also die liegt auch dem Paket dann dabei und ihr habt hier diese Einkerbung und wenn wir diese Schraube hier lösen, können wir diese Dings hier rausziehen, diese Nuss, und können diese Halterung hier einfügen in dem alten Mac-Cup und so könnt ihr denn auch den alten Mac-Cup für andere Sachen benutzen, für Rift S, Rift und so weiter und so fort.
Also soll auch kein Problem sein. Bei mir ist das hier schon fertig angekommen, also war ein Komplettpaket. Aber in der Anleitung steht eigentlich alles gut erklärt, wie man was zu tun hat. Also das ist eigentlich nicht so schwer. So, kommen wir zum Teil, was wir jetzt machen müssen. Und der ist eigentlich fast identisch, außer dass wir diese Kunststoffhalterung jetzt hier nicht brauchen. Wie eben, die legen wir uns dann natürlich gut weg, wenn wir nur über MacCup spielen wollen und nicht Standalone Post-Tab. Das heißt, die sollte man sich dann gut weglegen. Weil es kann immer mal sein, dass man das, den Post-Trap nochmal ohne MacCup benutzen will. Und ohne das wird es dann schwer. Das erstmal dazu. So, jetzt ist eigentlich identisch. Wir entfernen das Batteriefach. Das ist manchmal leichter, manchmal schwerer. So. Jetzt kleben wir hier wieder das Klebepad drauf. Ich entferne jetzt nochmal dieses Schutzcover. So. Hier schön anlegen. Nochmal fest andrücken. So. Und schon haben wir's. Jetzt machen wir das Batteriefach wieder drauf. So, und wir sehen natürlich hier, dass es ein bisschen auseinander geht, ist klar. Hier gibt es ein bisschen Material, hängt da halt zwischen, aber ist schon relativ ja, fein das Material. Von daher denke ich mal nicht, dass das hier ein großes Problem sein wird, dass wir unseren Controller dadurch zerstören sollten. So, jetzt können wir unsere Hand einmal da durchführen. Nee, das können wir noch nicht. Wir müssen jetzt erstmal hier die Schlaufe durchführen. Wenn ihr die weiter nutzen wollt, ansonsten könnt ihr die natürlich auch gerne entfernen. Wenn ihr das jetzt so habt, braucht ihr die eigentlich nicht unbedingt. Dann ist die eher störend. Ich lasse sie jetzt erstmal dran. So, wenn wir das haben, dann kommt die Hand hier durch. Und schon können wir hier festziehen. Hier nach Bedarf festziehen. Und schon haben wir den MacCup mit den Pro-Strap verbunden und ja, wichtigste mit dem Touch-Controller und können jetzt unseren Gunstock benutzen. Ja, kommen wir zum Fazit und Pro-Strap Standalone gesehen, also hier diese Halterung, mega empfehlenswert, also ich kann euch das Teil nur ans Herz legen, für 24 Euro macht ihr absolut nichts falsch, also wer immer schon ja, so eine Art Valve-Index-Controller haben wollte, alle Oculus-Freunde da draußen, das ist jetzt eure Gelegenheit. Also ich hatte das ja mit der Rift S, die Kiwi-Halterung, aber die passte vom Winkel irgendwie nicht, weil der Winkel falsch war. Der drückte die Hand in irgendeine andere Position, wo man dann wirklich nicht mehr so gut an diese ganzen Sachen hier rankommt, an Thumbstick und Buttons. Und ja, das Problem habe ich hier jetzt überhaupt nicht. Also mega, also für meine Hände echt sehr, sehr gut. Gefällt mir. Und in Kombination, wenn ihr jetzt einen Gunstock habt, ist das auch nochmal ein gutes Upgrade, weil wenn ich jetzt irgendwie mal wegziehen muss und vorher hatte ich ja nur diese Handschlaufe drum, habe ich hier nicht diese Sicherheit gehabt. Weil ich habe jetzt hier auch immer noch, auch klar, wenn ich mich hier festhalte, aber trotzdem, irgendwie fühlt sich das besser an, dass man da noch was hat, man kann das Ding nicht verlieren, mir ist auch damals passiert, dass mir das weggerutscht ist, aus der Hand gerutscht ist und ja, dann baumelte das nur am Handgelenk rum und dann musste man da wieder suchen und ja, das Problem hat man hier jetzt nicht, also das kann nicht passieren, ja, also da kannst du, egal wie, kannst du wegschmeißen, passiert nichts, also solltet ihr euch echt überlegen, Gunstock sowieso, also wenn ihr gerne Shooter spielt, macht auf jeden Fall mega viel Sinn, so ein Teil. Für mich jetzt selber, würde ich sagen, hat sich das Geld jetzt nicht so gelohnt damals, weil ich das einfach zu selten nutze. Es ist ein geiles Feeling, damit zu spielen. Also es gibt noch so ein richtiges Immersion, so einen richtigen Immersionskick, aber ich nutze es leider zu selten und ich muss das jetzt echt öfters benutzen. Ich habe jetzt durch die Tests, die ich gemacht habe, nochmal richtig gemerkt, wie viel Bock das macht. Ich habe Contractors gezockt, ich habe Pavlov gezockt mit der Quest und Pavlov mit der Quest kabellos zu spielen ist echt mega, also macht so viel Fun und ja, überlegt euch das, ist ja natürlich
viel Geld zum Gunstock, aber wenn ihr das gerne zockt, solche Shooter-Games, ja, solltet ihr euch echt mal überlegen. Ich habe da ja Videos zu gemacht, werde ich auch in die Infobox packen. Ja, Leute, also wie gesagt, das, was ich heute vorgestellt habe, kann ich echt empfehlen. Und ob jetzt jemand hier diese Mac-Cup-Halter braucht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wirklich in Kombination mit den beiden Sachen ist ein echtes Plus. Und für Shooter-Fans, glaube ich, ein Must-Have, meiner Meinung nach. Ja, Leute, wie gesagt, wenn ihr euch das jetzt kaufen wollt, irgendwas aus ProTube, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Affiliate-Link benutzt. Der ist unten in der Beschreibung. Und ja, so könnt ihr mich unterstützen. Und wenn ihr noch Weihnachtseinkäufe habt und denkt, okay, ich brauche noch einiges von Amazon, denkt bitte an mich, benutzt meinen Affiliate-Link von Amazon. Wie gesagt, dann helft ihr mir und unterstützt meinen Kanal dadurch, zahlt aber nicht mehr. Und würde ich mich echt darüber freuen, ist kein Muss, aber wie gesagt, wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun. So Leute, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und würde mich natürlich über ein Like freuen und ja, Abo-Button nicht vergessen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.